Meine Schatten, präsentiert das Gewehr. Und links ab. Links, zwei, drei. Links, zwei, drei. Es ist schon merkwürdig. Ich frage mich, was John wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass ich seine Tapferkeitsmedaille seinem Bruder bringe, dem Kriegsdienst verweigere. Das war seine Art von Krieg. Du suchst diesen Billy Fargo also immer noch? Das muss ich, Tom. Ich schulde es John. Ich wollte eigentlich morgen aufbrechen. Kannst du denn auf mich verzichten? Natürlich. Entschuldige bitte. Ist dein Boss hier irgendwo? Das bin ich, Sir. Dieser Schuppen gehört dir? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Typen namens Billy Fargo. Die Adresse ist 4434 North Sierra Drive. Tja, ich kenne zwar keinen Mr. Fargo, aber noch Sierra ist da lang, am Stoppschild und dann links. Ist unmöglich zu verpassen, es gibt da nur ein Gebäude. Peace, Bruder. Mach's gut. Mein Name ist Huckleberry Hawk. Ich suche nach Billy Fargo. Hier gibt es niemanden, der so heißt. Bist du sicher? Absolut, Sir. Bist du nicht Wendy Fargo? John und Billy Fargos Nichte? Ich bin Cotton. Ich sagte Ihnen schon, ich kenne keinen Billy Fargo. Ja, okay, ich verstehe. Vielleicht rede ich besser mal mit deiner Mutter oder deinem Vater. Die sind zurzeit nicht hier. Die sind nach San Francisco gefahren. Okay, Cotton. Sag mir nur eins. Leben hier in Bodie eigentlich auch Erwachsene? Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ich suche nach Billy Fargo. Aber jeder, den ich nach ihm frage, sagt mir, dass er mal hier gelebt hat? Ganz recht, Deputy. Es stimmt, Sir.
Mr. Fargo war lange ein Einwohner von Bowdy, bis er sich entschloss, nach Osten zu ziehen. Connecticut, glaube ich. Ja, Connecticut oder Maine? Sie sind etwas zu spät. Wieso fällt es mir nur so verdammt schwer, etwas zu glauben, was mir irgendjemand in dieser Stadt hier erzählt? Kann ich mal telefonieren? Bedienen Sie sich. Was heißt das, Blumenkinder? Hör wie damals in den 60ern. Sie haben Perlenketten und Blumen im Haar. Die Beatles, Ho Chi Minh, We Shall Overcome. Make love, not war, all diese Sachen. Ich verstehe, sag mal, hast du diesen Billy Fargo schon gefunden? Nein. Jedes Mal, wenn ich nach ihm frage, ist er entweder nicht da oder gerade weg oder nie hier gewesen. Was soll's, ich hab da dieses Mädchen getroffen. Dom, ich schwör's, es ist seine Nichte. Sie schien nur irgendwie weggetreten zu sein. Ich hab das Gefühl, dass irgendwas Merkwürdiges vorgeht. Wie dem auch sei, Dom, schick mir jede Information, die die Firma über Billy Fargo hat. Besonders seinen letzten Aufenthaltsort. Alles, was du kriegst. Ja, natürlich, okay. Aber pass auf, dass das nicht eine Lebensaufgabe für dich wird, weil wir nämlich noch einen kleinen Stuntjob zu erledigen haben. Falls ich in den nächsten 18 Stunden nicht zurück bin. Kannst du die Erwachsenen verständigen? Okay. In der Zwischenzeit, pass bitte gut auf dich auf. Ich möchte wirklich nicht, dass du mit Bart, Sandalen und Blumen im Haar zurückkommst. Entschuldigung. Hat die Post noch geöffnet? Nein. Im Moment nicht. Aber normalerweise schon. Mr. Evans geht seinen Pflichten sehr sorgfältig nach. Ja, das kann ich mir denken. Wie ist dein Name? Oh, Randy, Sir. Du kennst keinen William oder Bill Fargo, der hier in Bowdy lebt? Nein, noch nie gehört. Sicher. Ich habe eine Adresse. Keine Ahnung. Vater! Da bist du ja. In Ordnung, Kinder, komm her. Hi! Vater! Ja, Vater, wie bist du da? Wie geht's? Peace, Bruder. Vater! Wer ist das? Cotton sagt, sein Name ist Huckleberry Hawk, Vater. Kennst du den Mann, Vater? Er war ein Freund meines Bruders. In diesem furchtbaren Krieg. Sie kämpften zusammen in Vietnam. Er ist ein gefährlicher Mann. Eine Gefahr für den Frieden und die Liebe. Führe uns, Vater. Was sollen wir tun? Im Augenblick gar nichts. Aber falls er eines Tages zurückkehrt, stoppt er einen schrecklichen Tod. Wonach sehnen wir uns? Frieden! Frieden! Ja, Frieden!
Und Liebe. Liebe! Ja, Liebe! Und ein Ende des Blutvergießens. Halleluja! Halleluja! Und der Schmerzen. Der Gewalt. Ja, der Gewalt. Wenn die Liebe kommt. Wenn die Liebe kommt. Wenn Frieden kommt. Wenn Frieden kommt. Wenn Brüderlichkeit kommt. Wenn Brüderlichkeit kommt. Ja. Ja. Es gibt gar keinen Zweifel, Hawk. Die Firma ist sicher, dass Billy noch immer im Bodie liegt. Es gab keinen Umzug in den Nordosten. Und Billy ist Wendys Vormund. Alter und Beschreibung passen genau auf das Mädchen, mit dem du geredet hast. Case, ich verstehe das einfach nicht. Kriegsdienstverweigerer wurden vor Jahren begnadigt. Warum dieses Versteckspiel? Und wieso verleugnet das Mädchen seine Identität? Hawk, ich hab keine Ahnung. Soll sich doch das Militär darum kümmern und du kommst nach Haus. Das geht leider nicht. Für das Militär ist John Fargo bereits tot und begraben. Nein, das ist meine Sache. Aber du bist doch ganz bestimmt morgen wieder zurück, oder? Ja, ich probiere es morgen früh noch ein letztes Mal. Wenn ich nichts herausfinde, komme ich nach Hause. Ich hab so ein Gefühl, als ob hier irgendwas Eigenartiges vorgeht. Ach. Wendy, ich habe Beziehungen zu Angehörigen des militärischen Geheimdienstes. Ich weiß daher, dass dein Onkel Billy noch immer hier lebt. Und dein richtiger Name Wendy Elizabeth Fargo ist. Bitte sag mir also, was hier vor sich geht. Das kann ich nicht. Mein Erdenname ist Cotton. Mein Geburtsname ist Alicia Louise und meine Eltern sind in den Ferien in San Francisco. Der Name deiner Mutter ist Linda Fargo. Sie und dein Vater starben bei einem Verkehrsunfall. Du bist hier aufgewachsen bei deinem Onkel Billy Fargo. Mein Name ist Cotton. Wie das, was grünt und blüht. Okay, Cotton. Wir beide wissen, das ist nicht die Wahrheit. Ich werde jetzt also nach Riverline zurückfahren und diese Geheimdienstleute werden mir eine ganze Menge Fragen stellen und ich habe dann keine Antworten. Das bedeutet, dass es hier großen Ärger geben wird. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Aber dann hättest du mir die Wahrheit sagen müssen. Menschen immer wieder anlügen. Er schien wirklich kein böser Mann zu sein. Er kannte unsere Familie. Ihn anzulügen fiel mir so schwer. Ich verstehe das, mein Kind. Ich verstehe das. Aber weißt du, Cotton, er versuchte dich zu täuschen, damit du uns verrätst. Aber du hast diesen Mann stattdessen getäuscht. Das hast du gut gemacht, du Kind der Liebe, Kind des Friedens. Das war sehr gut. Ich fürchte, Sie müssen mit uns kommen, Sir. Wieso? Überhöhte Geschwindigkeit. Das hier ist eine sehr gefährliche Straße. Wieso denn? 40 Meilen in der Stunde. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist 30, Sir. Sie müssen das Schild übersehen haben. Und Ihr Rücklicht ist nicht ganz in Ordnung, Sir. Ich bin sicher, das können wir alles bei uns regeln. In Frieden. Ja. Genau. Oh.
Kommt, meine Kinder. Willkommen am Ort der Brüderlichkeit. Ich bin Billy Fargo. Verzeihen Sie die Art der Begrüßung, wie soll ich sagen, unserer Eskorte. Sie sind Billy Fargo? Komisch, ich hätte Sie wirklich nicht wiedererkannt. Also, was geht hier vor? Wir bauen eine neue Gesellschaft. Wir fangen mit den Kindern an, die von der alten Gesellschaft vergessen worden sind. Und da richten Sie sich nach den Prinzipien der 60er Jahre. Es war die Zeit der großen Gemeinsamkeit, nicht wahr? Des großen Glaubens an Ideale. Ideale, ja. Würde ich Ihnen die Handschellen abnehmen? Es tut mir leid, Sie sagten doch, dass Sie etwas für mich hätten. Ja, stimmt, in meinem Wagen. Das ist die Flagge vom Sarg Ihres Bruders. Er wurde vor 2 Tagen beerdigt. Und das ist seine Tapferkeitsmedaille. John war ein guter Freund und ein mutiger Mann. Ich würde eher sagen, töricht als mutig, meinen Sie nicht? Wenn er mir damals über die Grenze gefolgt wäre, dann wäre er ganz sicher heute noch am Leben. Und jetzt bringt ihn weg. Sofort! Gute Arbeit, exzellent. Ihr könnt jetzt eine große Pause machen. Ach, Sie machen sich wirklich gut. Viel besser, als ich geglaubt habe. Was ist denn nun mit Mr. Hawk? Er wird uns sicher nicht dazwischenfunken. Hoffen wir es. Sei bloß vorsichtig. Ich kenne diese Art von Männern. Er ist gefährlich. Ich sagte doch schon, er wird nicht dazwischenfunken. Und wenn er es doch tut? Vertraue mir, ich weiß, was zu tun ist. Unser Plan beinhaltet den Tod von Tausenden. Dann ist es eben noch einer mehr. In der Tat. In der Tat. Kein Mensch weiß, wo er stecken könnte. Ich habe gerade den Motelbesitzer angerufen. Das Bett ist nicht mal benutzt worden. Dom, er ist jetzt gut 2 Stunden überfällig. Glaubst du, dass er Ärger hat? Das befürchte ich, ja. Was sollen wir denn jetzt machen? Hör zu. Du rufst Archangel an. Wir werden sehen, was er tun kann. Und ich kümmere mich um die Lady. Hier sind Sie. Sie haben die Abfahrt meiner Kinder gesehen? Billy, was geht hier vor?
Die Geburt eines Donners, der die Welt erschüttern wird. Die Kinder werden für irgendwas benutzt. Es sind meine Kinder. Sie engagieren sich für den Frieden und die Liebe. Den Frieden und die Liebe? In 2 Stunden werde ich so viel Macht haben, dass die Feinde des Friedens mir zuhören müssen. Sie sind ein Heuchler, Faro. Entweder das oder einfach nur wahnsinnig. Wenn Sie wirklich Interesse am Frieden und der Liebe hätten, dann wären Sie nicht so gewalttätig. Ich glaube, dass Sie nur ein Feigling sind. Viele Typen, die damals nach Kanada gingen, hatten wirkliche Zweifel. Aber der Rest bestand aus Feiglingen wie Ihnen. Es dreht sich um mehr, viel mehr. Es geht um Geld, mein Freund. Um Millionen und Abermillionen. Ja, darum geht es Ihnen also, um Geld. Das habe ich mir doch beinahe gedacht. Aber es ist nicht das Geld allein. Es ist mein Bruder, er ist noch immer gefangen. Und es sind die 2400 anderen Vermissten. Vermisst im Kampf. Das Geld ist das Mittel, sie alle zu finden. Fargo, Sie beleidigen das Andenken Ihres Bruders mit diesem krankhaften Vorhaben. Ja, sicher, Sie brauchen Geld. Geld verschafft Ihnen Respekt und Anerkennung. Ihr Bruder hatte beides, aber Sie werden es nie haben. Halt's Maul! Ihr Bruder war ein Held, ein Vorbild seiner Männer. Halt das Maul! Das macht Sie fertig, nicht? Schnauze! Gib mir die Waffe, oder ich breche ihm das Genick. Sie werden nicht weit kommen. Das ist mein Problem. Mach schon! Gib sie mal. Jetzt mach die Tür auf. Beide rein hier. So, als wärt ihr in der Schule. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Alles gut.
Bruderschaftsmobil, bitte kommen. Ja, hier ist Bruderschaftsmobil. Es gibt Ärger. Macht so schnell, wie es geht. Ich wiederhole, macht so schnell wie möglich. Oder unsere Pläne sind nichtig. Roger, wir tun unser Bestes. Du benachrichtigst besser Archangel. Fargo hat da irgend so einen Plan, die Welt in die Luft zu jagen. Roger. Airwolf ruft Archangel, kommen. Dominik, haben Sie Hawk gefunden? Ich bin hier, Michael. Wir haben großen Ärger. Wie lange brauchen Sie nach Bodhi? Nun, ich würde sagen, circa 22 Minuten. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe außerdem ein mobiles Einsatzkommando aus der Gegend alarmiert. Werden wir es denn brauchen? Das kann nicht schaden, Michael. Wir sind auf dem Weg nach Bodhi und sagen Bescheid, wenn wir gelandet sind. Roger, wir sehen uns dort. Zweierreihen, habt ihr nicht gehört? Ja, ja, schon gut. Reg dich ab. Fertig? Gut, kommt, folgt mir. Willkommen. Guten Tag. Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Danke. Achtung, Kinder. Das ist Dr. Francis Watkins. Er ist der Präsident der Air Research International. Und er hat sich entschlossen, uns heute auf dieser ganz besonderen Tour zu führen. Danke. Wollen wir anfangen? Also los. Erlaubt mir im Namen der nationalen Raumforschung zu sagen, dass wir uns glücklich schätzen, euch Kinder hier heute bei uns zu haben. Wir freuen uns ganz besonders, Sabrina Cook wieder begrüßen zu dürfen, die uns vor einigen Jahren geholfen hat, unser Datenverarbeitungssystem aufzubauen. Und jetzt können wir uns das Ergebnis ihrer guten Arbeit ansehen. Dies ist unser Raketenabschusskontrollraum. Von hier aus kontrollieren wir per Computer viele der Raumfahrzeuge, die uns geholfen haben, die Grenzen des Alls immer weiter zurückzudrängen. Ist diese große Maschine auch ein Computer, Sir? Diese hier? Ja, das ist auch einer. Aber das ist eine sehr gute Frage, junge Dame. Was ihr hier vor euch seht, ist das Hauptkontrollpult der Andromeda 5000er-Reihe. Dieser Computer ist so hoch entwickelt, er hört das Flüstern eines Astronauten in einem kreisenden Space Shuttle. Und heute, wie ihr gleich sehen werdet, schließt sich Aero Research der United States Air Force an. Vollkommen verlassen, Michael. Der beste Platz zum Landen ist wohl der neben dem Rathaus. Okay, Hawk, wir treffen uns dort in 5 Minuten. Warten Sie auf uns. Over. Dieser Fargo hört sich wie ein richtiger Spinner an. Ich denke nicht, dass an seiner Drohung was dran ist. Ich weiß es nicht. Sagen wir mal, er macht mich nervös. Der leitende Koordinator unseres Raumfahrtprojektes, Dr. Kaspersen, wird jetzt durch Inbetriebsetzen der Computeruhr, was wir das Projekt Slingshot nennen, eine unbemannte F4 starten, welche eine Rakete an Bord hat, die wir hier bei uns speziell hergestellt haben. Space Guard. So nennen wir das Hauptprojektil. Es enthält 8 kleinere Raketen. Jede bestückt mit einem 1,2 Megatonnen Sprengkopf. Und in der Lage, feindliche bewaffnete Raumsatelliten zu zerstören, die bis zu 700 Seemeilen weit auseinander liegen und in der Lage, falls nötig, in einer Such- und Zerstörkonfiguration für bis zu 72 Stunden nach Inbetriebsetzung der Operationsuhr zu verbleiben. Mein Gott. Jetzt!
Hört jetzt auf! Was soll denn das? Willkommen, Dr. Watkins, zu Projekt Reverse Shot. Station Blau, wer sind Sie? Roger. Ich vernehme Sie, 5-5. Wie ist Ihr Status? Ich leite Sie weiter an die Datenübertragungsbank. Ich empfange dich, Sabrina. Signalisiere mir, ob alles glatt ging. Danke, Sabrina, ich habe es. Wir empfangen ein Audiokoppelsignal. Audiosignal angekoppelt. Hören Sie zu, Mr. Watkins. Hören Sie gut zu. Wir haben komplette Operationskontrolle über das Projekt Slingshot. Das ist unmöglich. Meinen Sie? Nichts ist unmöglich im Namen der Liebe und des Friedens. Kannst du die andere Quelle ausmachen? Warte eine Sekunde. Sie kennen Sabrina, Mr. Watkins. Sie ist ein Genie, was Computer angeht. Es gibt eine Sprechfunkverbindung zwischen dem Rathaus und einem Ort 37,3 Meilen, 18,5 Grad Nord-Nordwest. Und was ist da? Wir wollen einen Ausgang. Augenblick. Research International. Ich glaube, das wird Fargos himmlischer Donner sein. Wenn Sie auf die Schirme sehen, werden Sie feststellen, dass ich Ihre unbemannte F4 von hier aus starte. Sehen Sie das, Mr. Watkins? Die Drohne ist gestartet. Ich wiederhole, die Drohne ist in der Luft seit 14.30 Uhr. Hock, wir haben einen Abschuss bei A1. Irgendeine Identifizierung? F4 unbemannt. Das ist Slingshot. Sie werden die Summe von 20 Millionen Dollar auf ein Schweizer Bankkonto einzahlen. Die Nummern werden Sie noch erfahren. Es handelt sich um eine elektronische Überweisung. Wir werden uns keinesfalls dieser terroristischen Piraterie beugen. Sie haben gar keine andere Wahl. Und ich empfehle Ihnen, dies sofort zu tun, denn wir kontrollieren den Jet. Und dessen nukleare Sprengkraft. Sie werden sich uns beugen. Oder ich schieße diese Rakete ab, wann ich es will. Kann er das tun? Moskau würde es nicht erlauben. Und die Zerstörung wäre fürchterlich. Sie haben 15 Minuten. Billy Fargo, hier ist Huckleberry Hawk. Mischen Sie sich nicht ein, Hawk. Sie können nichts dagegen tun. Billy, diese Rakete wird mehr Leid und Zerstörung anrichten, als sie jemals in Vietnam ertragen mussten. Der Krieg ist vorbei. Geben Sie auf, Billy. Geben Sie auf für den Frieden. Geben Sie auf für John. John hat damit nichts zu tun. Ich glaube doch, Billy. Ich glaube, Sie haben John geliebt. Er war Ihr Bruder. Und ich glaube, Sie haben ihn auch gehasst. Und als er starb, fühlten Sie sich schuldig. Verschwinden Sie. Ich warne Sie. Verschwinden Sie! Hawk, du hast alles versucht, was du konntest. Mit diesem Mann kann man nicht reden. Hier. Ich brauche frische Luft. Sullivan, Sir, ich erwarte Ihre Anweisung. Ich möchte, dass Sie den Computerkontrollraum in diesem Gebäude hier übernehmen. Unseren Instrumenten nach befindet er sich in der südöstlichen Ecke des Kellers. Versuchen Sie, sie zu überraschen, aber verletzen Sie niemanden dabei. Und wenn möglich, beschädigen Sie nicht die Anlage. Wird erledigt, Sir. Los, kommt, Männer. Wir müssen das Gebäude sichern. Folgt mir.
Wollen Sie sie nicht begleiten? Die sind dafür ausgebildet. Ich bin denen doch nur im Weg. Und Sie ebenso. Ihre Zeit ist abgelaufen. Was denn? Es gibt keine Verhandlungen? Beobachtet den hinteren Eingang. Bringt dort die Ladung an. Ihr wolltet es so. Lasst die reinigenden Flammen lodern. Wir sind auf Abschusssequenz. Sabrina, instruiere die Drohne, den Abschuss der Rakete vorzubereiten. Sag mir, wenn wir soweit sind. Der Weltuntergang beginnt auf meinen Befehl. Ich verstehe, Vater. Sprengt die Tür, jetzt! Nehmt die Hände von mir, es ist zu spät, die Rakete ist unterwegs! Jetzt! Wir haben einen Abschuss. Die Rakete zündet um 14.45 Uhr. 10, 9, 8, Geschwindigkeit 837 Meilen in der Stunde, Winkel 68 Grad, voraussichtlicher Aufschlagspunkt Kamtschatka-Halbinsel. Umkehr und letzte Störungssysteme inaktiviert. Hawk, Hawk, er hat die Rakete gezündet! Computerraum gesichert, Sir. Kein Widerstand. Ich hol mir diese Rakete, Michael. Wollen mal sehen, ob wir sie von hier aus vernichten können. Sie sollte nicht abgeschossen werden. Genau das wollten wir doch verhindern. Das haben sie uns gesagt. Vater sagte uns, dieses Flugzeug wäre nichts weiter als ein Verhandlungsobjekt, ein Mittel für den Frieden, nicht für den Terror. Das löst einen Krieg aus. Genau das wollten wir nicht. Frieden. Leben. Ich komme zurück. Können Sie sie vielleicht noch stoppen? Ich weiß nicht mal, ob wir sie noch rechtzeitig erreichen. Vater hat uns belogen. Halt den Mund. Ihr seid alle zu jung, um zu wissen, was das bewirken wird. Am Ende wird das ein Triumph für die Menschheit sein. Wie kann das Töten von Menschen ein Triumph sein? Wir glauben ihnen nicht mehr und wir werden nicht gehorchen. Das ist doch jetzt ganz egal. Euren Zweck habt ihr bereits alle erfüllt, Cotton. Mein Name ist Wendy Elizabeth Fargo. Ich will ihre Lügen nicht und auch nicht ihren Namen. Halten Sie sie bloß auf! Das kann ich nicht. Niemand kann das. Nimm die Waffe runter, Harvey. Wird er nicht so sein wie Sie. Ein Killer. Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Bleiben Sie auf Empfang für weitere Angaben. Ich wiederhole. Es tut Bleiben uns leid. Sie auf Empfang für weitere Angaben. Voraussichtliche Zeit des Abfangs? Nicht schnell genug, du musst mir noch mehr Geschwindigkeit geben. Wir sind bei Mach 1,5, das ist unser Limit, sonst kommen wir in den roten Bereich. Dann entfernen den Deckel. Wir werden explodieren. Da wird viel mehr explodieren, wenn wir diese Rakete nicht abfangen. Also das glaube ich einfach nicht. Was ist los? Diese Space Guard-Rakete, sie hat ihre Flugbahn verändert. Voraussichtliches neues Ziel? Großer Gott, das Ding steuert auf Washington D.C. zu. Entfernen den Deckel, schnell! Schon erledigt, drück drauf! Sabrina, die Rakete. Nur eine kleine Änderung des Plans, Vater. Glaubst du wirklich, dass die Bombardierung Moskaus eine eindrucksvolle Demonstration gegen den Atomkrieg wäre? Aber was passiert, wenn die Amerikaner ihre Hauptstadt in die Luft jagen? Zerstöre die Rakete! Zerstöre sie! Was ist denn los, Daddy?
Verlierst du die Nerven? Michael, sie werden in Washington doch Jets hochschicken, um das Ding zu kriegen, oder? Die werden es versuchen, aber Space Guard fliegt zu hoch für konventionelle Abfangjäger. Es hängt jetzt ganz von Ihnen ab, Hawk. Roger. Ich ziehe Sie hoch auf 100.000 Fuß. Das übersteigt unser Limit um 15.000. Falls wir nicht auseinanderbrechen, frieren wir uns zu Tode. Zeit des Abfangs? 11 Minuten 24 Sekunden. Zeit des Aufschlags? 11 Minuten und 36 Sekunden. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit? Nein, Hawk. Zeit bis zum Aufschlag 9 Minuten und 30 Sekunden. Hält die Maschine noch? Gerade noch. 7 Minuten bis zum Aufschlag. 6 Minuten und 45 Sekunden bis zum Abfang. Nicht schlecht, wir haben schon 3 Sekunden gewonnen. Airwolf, hier spricht Archangel, bitte kommen. Hier ist Airwolf. Schlechte Nachricht, Hawk. Die Zünder der Space Guard-Traube sind Aufschlagzünder. Die Traube öffnet sich in troposphärischer Höhe. Temperatur gesteuert bei 63 Grad Celsius. Wir schätzen, dass dies in einer Zeit von 3 Minuten und 53 Sekunden sein wird. Falls ihr Space Guard nicht in die Luft jagen könnt, bevor sie sich öffnet, habt ihr es mit 8 einzelnen hochsensiblen physioelektronischen Zündern zu tun. Könnt ihr Space Guard ausschalten, bevor die Traube freigesetzt wird? Niemals, auf gar keinen Fall. Wir müssen uns eine nach der anderen vornehmen. Viel Glück, Hawk. Zünder bestehen aus elektronischem Verbundglas und zünden ohne Zeitverzögerung. Unsere Raketen müssen exakt auf den Schaltkreis des Zünders auftreffen, um den Sprengkopf zu zerstören, ohne dass er gezündet wird. Jeder Schuss, der 50 Zentimeter von der Spitze einer Rakete entfernt einschlägt, hat eine Atomexplosion zur Folge. Also muss ich 8-mal hintereinander einen Faden in eine Nadel einfädeln bei 2000 Meilen in der Stunde. Ein Ausrutscher und Washington D.C. gehört der Geschichte an. Du hast es erfasst. Also an die Arbeit. Wir sind 4 Minuten vor dem Start. Traube ist freigesetzt. Alle Systeme funktionieren. Alle Zünder sind scharf. Zeit bis zum Aufschlag 3 Minuten und 31 Sekunden. Sie auf dem Schirm. Entfernung? 98,6 Kilometer. Immer noch außer Schussweite. Mehr Saft, Tom. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. Tut mir leid, ich kann dir nicht mehr geben. Sie werden es nie schaffen. Fertig machen zum Abschluss. Alles bereit. Automatisch? Manuell. Manuell, Hawk. Es ist auf manuell. Gut gekoppelt, alles bereit. Ich hab sie, Don. Hawk, da ist der erste Sprengkopf. 58 Sekunden bis zum Aufschlag. Voll in die Mitte, Hawk. Oder wir haben es mit einer nuklearen Katastrophe zu tun. Schussweite!
Jetzt sind es noch 4. Und noch 46 Sekunden. Ein Treffer. Ein Fehlschuss. Aufschlag in 18 Sekunden. Die Vibration nimmt zu. Bullen sind nicht mehr im Geschäft. Das ist doch der Sheriff, oder? Hallo, Mr. Hawk. Mit Ihnen ist kaum Schritt zu halten. Ich bin Stella Grant, Wendys Tante. Und wir beide möchten uns bei Ihnen für alles bedanken. Wir vertrauten Billy. Wir liebten ihn. Weißt du, manchmal, wenn man jung ist, macht man Fehler. Aber man lernt auch aus Fehlern. Ich danke Ihnen für alles. Ach, sagen Sie, sind denn die anderen Kinder alle gut versorgt worden? Oh, ja, vollständig. Wundervoll, freut mich zu hören. Also, vielen Dank, Mr. Hawk. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bye-bye! Sag mal, wird es dir nicht manchmal zu viel, immer ein Held zu sein?